Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist wieder Montagmorgen, wie beim letzten Vlog und ich nehme euch mit in eine Woche, in der noch nicht so viel passieren wird, aber wo viel passieren wird, dann, also was, wo ich viel organisieren muss, so rum, was dann nächste Woche passiert. Ich habe übers Wochenende, es sind 1000 Sachen passiert und es gibt jetzt zeitnah relativ große Veränderungen, zum Beispiel, dass wir endlich mal dann die andere Wohnung abgeben. Da habe ich gerade telefoniert. Ich hoffe, dass es diese Woche noch klappt. Jedenfalls kommt dann dazu, dass ich diese Woche relativ viel arbeite, was gut ist, um dass einfach die Zeit schneller vergeht. Und nächste Woche, Montag, werde ich mein Auto verkaufen. Da habe ich jetzt auch einen konkreten Termin. Also mein kleiner Igor, mein Citigo wird dann verkauft. Ich bin schon ein bisschen traurig, aber ich bin dieses Wochenende 2 Autos Probe gefahren, wovon eins mir sehr, sehr zugesagt hat und ich da heute nochmal anrufe und das festmache, dass ich das gern haben würde. Ich verrate euch aber noch gar nichts. Wir konnten heute ein bisschen ausschlafen. Ich muss erst um 11 arbeiten, richtig gut. Und deswegen sind wir jetzt hier noch entspannt am Frühstücken. Karl hat auch lange geschlafen. Und ja, ich nehme euch jetzt mal so die nächsten 2 Tage mit. Ich habe diese Woche noch viele Arzttermine, gar keinen Bock. So ein Stress immer. Ich habe hier noch ein Rezept für euch. Auch wenn ich eine Backmischung genommen habe, das kann man super easy einfach nachmachen. Und zwar ist das ein Hefeteig, einfach ganz normal. Und dann bereitet man den zu wie so ein Hefeteig. Standardmäßig lässt den gehen und so weiter. Und dann rollt man den aus und bestreicht den mit Kräuterbutter. In dem Fall habe ich sogar die Kräuterbutter selber gemacht mit Basilikum und Dill und Minze und noch so ein bisschen getrockneten Kräutern und dann noch ein bisschen Gewürz, also Knoblauch, Pulver, Salz. Genau, das streicht man da drauf und dann kann man, wenn man will, noch Reibekäse drauf streuen und das Ganze in längliche Stücken schneiden, die die Breite einer Kastenbrotform haben. Dann faltet man das ziehharmonikaförmig, also diese, bei mir waren es jetzt 3 Stücken, und reiht die hintereinander in die Backform. Und dann backt man das so 40 Minuten wie so ein Kastenbrot. Und am Ende ist es ein selbstgemachtes Kräuter-, Knoblauch-, was auch immer Baguette. Man kann ja natürlich noch frischen Knoblauch oder sonst was da hinzutun. Guten Morgen, neuer Tag und ich mache weiter mit dem Vlog. Ihr habt ja gestern gesehen, ich habe ein, es hieß Zupfbrot. Eigentlich war es ein ganz normales Knoblauch-Kräuter-Baguette mit, also Hefeteig. Richtig lecker. Habe ich heute auch jetzt mir was eingepackt zum Mittagessen. Heute muss ich arbeiten, aber auch nur wie gestern relativ kurz. Und vorher habe ich einen Augenarzttermin zur Feststellung meiner Sehstärke, weil ich manchmal beim Autofahren beobachtet habe, dass in der Ferne, dass manchmal ich echt spät erkenne, zum Beispiel so diese Leuchtschilder über der Autobahn. Das ist der Reifen. Davon ist das cool. Und da will ich jetzt heute mal checken lassen und bin gespannt. Nehme euch da auf jeden Fall mit, wenn ich dann danach ein Ergebnis habe. Wenn es dann so heißt, jo, die dürfen sich eine Brille machen. Ich werde die wahrscheinlich eh immer überall vergessen. Ja, nee, ansonsten muss ich heute noch mal 1-2 Telefonate führen. Aber ansonsten habe ich heute nicht so einen Stress. Und mal gucken, was wir da Nachmittag machen. Das Wetter ist besser. Ich habe auch direkt eine Wäsche angestellt. Und jetzt müssen wir aber erstmal gleich los. Müssen uns anziehen, auf den Weg machen. Und ja. Mal sehen, was jetzt so auf uns zukommt. Ich bin fertig mit dem Arzttermin. Und es ist viel besser als erwartet. Ich muss erstmal das Auto anmachen. Es ist ultra kalt. Ich erfriere hier. Wir sind draußen. 14 Grad, heute früh waren es 12. Es ist viel besser als erwartet. Ich habe eine geringe, minimale Weitsichtigkeit, weil mein Auge ein bisschen kleiner ist als normal. Keine Ahnung. Was aber nicht schlimm ist. Und ich brauche keine Brille. Die Differenzen, also diese anders, dass ich manchmal beim Autofahren ein bisschen unscharf sehe, also in der Entfernung, hängt damit zusammen, dass mein Augenmuskel manchmal zu faul ist, die Brennweite richtig einzustellen. Und das kann vorkommen und das ist halt, wenn man jung ist, auch nicht schlimm. Genau.
Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, was ich jetzt mache. Ich fahre jetzt vermutlich nochmal nach Hause. Und hier seht ihr noch ein weiteres Rezept. Ich habe dann am nächsten Tag einen Gemüse-Nudeleintopf gemacht. Dafür habe ich ein ganz normales Suppengemüse genommen. Da kann ich das von Aldi empfehlen. Also ich habe jetzt wirklich schon viele durchprobiert und bei dem von Aldi ist richtig viel so drin in diesem Päckchen, sage ich mal. Und dann habe ich noch einen ganzen Lauch und ein Bund Frühlingszwiebeln dazu gemacht, sowie noch ein bisschen Babyspinat, den seht ihr da in dem Nudelsieb, den bewahre ich auch darin auf, das ist super praktisch, also wenn man im Nudelsieb so Salat oder so frische Sachen aufbewahrt, dann halten die im Kühlschrank richtig lange frisch. Genau, und dann habe ich noch ein paar Nudeln zerbrochen, wie ihr gesehen habt. Ich glaube, jeder Italiener würde, weiß ich nicht, jetzt mit der Gabel so auf mich zukommen, wenn er das sieht. Jedenfalls habe ich das Ganze gekocht und an das Wasser zum Kochen habe ich ein bisschen Hühnerbrühe reingemacht. Und genau, das, wie lange das gekocht hat, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil das halt einfach ich irgendwann abgeschmeckt habe und dann geguckt habe. Genau, und dann seht ihr, wie ich noch ein bisschen Obst für Nachtisch gemacht habe. Genau, das ist ein sehr schnelles und sehr schönes und sehr leckeres Rezept und ich habe jetzt auch ein bisschen vorgekocht, weil die Menge ja für Karl und mich viel zu viel war. Aber da können wir locker dann am nächsten Tag nochmal von essen. An der Stelle möchte ich das Video gerne beenden. Diese Woche ist echt nochmal so die Ruhe vorm Sturm, wie ich ja schon angekündigt habe. Nächste Woche passiert so viel und ich bin sehr aufgeregt, sehr neugierig. Ich werde nächste Woche auch ganz viel mitfilmen. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Bock habt, dass ich öfter mal so im Alltag beim Kochen zeitraffere und euch dann erzähle, wie, also die Rezepte so nebenbei ein bisschen erzähle, dann schreibt es gerne in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ja, ich verlinke das letzte Video wie immer unten drunter und dann werde ich sagen, bis zum nächsten Video.